Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Ob Krakenlippen oder Cinderella-Füße, die Liste ist lang und die Menschen immer offener, solche teils absurden Schönheitsoperationen durchführen zu lassen. Meinem heutigen Gast, den graut's, wenn er von solchem Unsinn hört. Seine Klinik musste Corona-bedingt einige planbare Operationen hinten anstellen, genauer gesagt über 2 Monate hinweg, und jetzt meldet er sich zurück. Professor Werner Mang zählt zu den bekanntesten Schönheitschirurgen Europas. Der gebürtige Ulmer hat die Szene mitgeprägt und nicht nur Promis gehen seit Jahrzehnten an der Bodenseeklinik ein und aus. An ein Aufhören denkt der 71-Jährige nicht, denn Schönheit ist für ihn mehr als ein plastischer Eingriff. Ja, und jetzt begrüße ich ganz herzlich im Chefsache-Studio Professor Werner Mang. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Herr Professor, die Bodenseeklinik war nicht dicht, aber sie musste im Prinzip sämtliche Kapazitäten auf Corona einstellen. War das so? Ja gut, es kam halt von der bayerischen Staatsregierung die Aufforderung am 20. März, dass bis 15. Mai, also etwa 2 Monate, keine planbaren Operationen durchgeführt werden dürfen. Das hat alle Kliniken getroffen, auch in Ravensburg die Klinik. Das heißt, es wurden planbare OPs wie teilweise Hüft-OPs, Schilddrüsenoperationen oder eben nicht lebensnotwendige Operationen verschoben, sodass wir 2 Monate auch Standby waren, teilweise mit Kurzarbeit, und die Klinik natürlich geoffen hatten, und ab 15. Mai ging es dann wieder los. Sagen Sie, was ist denn eigentlich in dieser Zeit dann mit diesen Operationen passiert? Die Leute, die konnten jetzt auch nicht ins Ausland fahren und dort irgendwie was durchführen lassen. Nein, also ich habe mich gewundert, die waren also sehr diszipliniert, haben großes Verständnis gehabt. Und die Bodenseeregion und Lindau ist ja seit Wochen Corona-frei. Und jetzt haben wir vermehrt Anmeldungen. Ich finde es eine nette Anekdote, dass Leute sagen, Mensch, ich mache jetzt Urlaub am Bodensee, weil ich kann nicht ins Ausland fliegen, was soll ich tun? Und mache 14 Tage Urlaub am Bodensee und lass mich da verschönern. Also wir haben einen richtigen Boom trotz Corona. Deswegen sagen, jammern nützt nichts. Jeder hat Verluste, jeder mittelständische Unternehmer hat Verluste. Aber ich sehe das gelassen, muss ich sagen, weil man muss halt gewissen Rückhalt haben, und die Guten werden alle gut aus den Startlöchern kommen, und diejenigen, die keine Qualität bilden, auch in der Industrie, die werden Probleme bekommen. Haben Sie denn den Eindruck, Sie sind ja natürlich auch Unternehmer, dass jetzt eine große Bereinigung ansteht, die vielleicht längst überfällig ist, auch in Ihrer Branche? Ja, natürlich. Ich meine, es sind ja Schönheitspraxen aus dem Boden geschossen wie Pilze. Da werden einige zumachen. Aber die Bodenseeklinik ist ja anders aufgestellt. Wir sind jetzt seit über 30 Jahren in der plastisch-ästhetischen Chirurgie, und über die Hälfte sind ja, ich sage mal, vernünftige Operationen wie Tumoroperationen. Ich habe gerade in der letzten Zeit wieder einige rekonstruktive Nasenoperationen gehabt, zum Beispiel ein Kind, was vom Dackel die Nasenspitze abgebissen bekommen hat. Das machen wir ja auch alles in der Bodenseeklinik, nur die Medien und Sie. Und interessiert natürlich immer die Krakenlippe, die unsinnige oder irgendwelche Schönheits-OPs. Aber da sind wir natürlich auch spezialisiert. Und, aber über die Hälfte ist ja rekonstruktiv medizinisch bei uns. Und deswegen wird unsere Klinik auch die nächsten 30 Jahre bestehen. Sagen Sie, aber es gibt ja schon auch unfassbar viel Unfug da draußen. Ich habe es vorhin in der Anmoderation gesagt, Krakenlippen. Wir zeigen jetzt gleich mal auch ein Bild dazu. Also wenn Sie mich fragen, das sieht aus wie nach nichts. Ja gut, das ist halt krank, das ist eine kranke Entwicklung. Ich habe immer gesagt, weniger ist mehr. Das größte Kompliment nach ästhetischen oder Schönheitsoperationen ist, Patient fühlt sich wohl, aber sieht nicht operiert aus, und die Umwelt findet, er sieht einfach natürlich und gut aus. Aber jetzt durch das Internet und Instagram und durch diesen ganzen Wahnsinn kommt die ästhetische Chirurgie wieder in so ein negatives Fahrwasser. Ich meine, dass man die Lippen aufspritzt, die dann einfach monsterhaft ausschauen, oder dass eben Implantate in den Po gemacht werden, wo man ein Glas Wasser abstellen kann, oder diese Megabrüste und die ganzen Instagram-Star, die üben einen negativen Einfluss auf die Jugendlichen auf. Wenn man sieht, dass 14-jährige Mädchen, jedes dritte unzufrieden ist mit ihrem Aussehen, dann muss ich sagen, das ist eine schlechte Entwicklung, und die sitzen ja oft bei mir in der Sprechstunde, und ich sage dann denen, du siehst doch gut aus, mach mal die Schule, treib Sport. Und das finde ich das Tolle bei mir als Pionier der ästhetischen Chirurgie, dass die dann sagen, ja, wenn der Mann das sagt, dann
ist das wohl so. Also ich habe einen großen Einfluss auch, was die ästhetische Medizin belangt, auch auf Jugendliche. Und das finde ich schon ganz wichtig, diese ja, schon fast Guru-Funktion. Haben Sie denn auch schon jemals Operationen abgelehnt? Also gerade in dieser Form, dass Leute aufschlagen und sagen, ja, jetzt komm, aber ich will es jetzt trotzdem machen. Ich gebe dir auch noch ein paar Scheine extra. Natürlich, in der Bodenseeklinik ist so, dass wir etwa 10% ablehnen. Patienten, die mehrfach operiert sind, die einfach mit ihrem Aussehen nicht zufriedenzustellen sind oder dass jemand wunderschöne Brüste hat und der dann einfach noch größere haben möchte, das lehnen wir auch ab. Oder wenn jemand natürlich ganz komische Wünsche hat, dass er Wadenimplantate haben möchte, um strammer auszusehen oder gar die siebte Rippe. Also es gibt verschiedene Indikationen, die wir natürlich ablehnen. Und das ist auch der Erfolg der Bodenseeklinik, dass wir auf dem Boden geblieben sind. Ich bin auf dem Boden geblieben. Wenn ich in Amerika auf Kongressen bin, zurzeit ist es schwierig, aber letztes Jahr war ich fast 100.000 Meilen im Flugzeug auf Kongressen in China, in Dubai, in Paris, London. Da sehe ich natürlich eine schlechte Entwicklung, das heißt eine Entwicklung, dass es übertrieben wird. Und wir haben dieses Jahr praktisch den OP-Plan voll und das bedeutet, dass die Leute Vertrauen haben, dass wir Sicherheit ausstrahlen an der Bodenseeklinik, dass wir keine unsinnigen Dinge machen und auch ordentlich aufklären. Auch bei uns ist nicht jeder zufrieden. 1-3% sind auch bei uns nicht zufrieden. Aber nicht, weil was Gravierendes passiert ist, sondern weil die sich zu viel vorstellen. Spannend ist natürlich schon auch, was für neue Trends sich auftun in der Schönheitschirurgie. Sie sprechen von den Vereinigten Staaten. Darüber möchte ich gleich mit Ihnen unter anderem sprechen. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Deutschlands wohl bekanntester Schönheitschirurg, Professor Werner Mang. Wir sprechen über Ihre Branche, aber natürlich müssen wir auch über die neuesten Trends sprechen. Ich will mal so sagen, Sie waren jetzt lang natürlich nicht mehr Corona-bedingt in den Vereinigten Staaten, aber da kommen ja auch viele Trends her. Was ist die neueste Sau, die durchs Dorf gejagt wird? Ja gut, die neuesten Trends sind natürlich jetzt momentan bei den Leuten der Weg zur Traumfigur. Zur Bikini-Figur im Sommer, jeder will raus, will eine tolle Figur haben. Deswegen ist der Trend Liposuktion, Bodycontouring. Man kann heute mit Coolsculpting, ohne zu schneiden, die Fettpölster entfernen. Man friert die Fettzellen weg. Der zweite große Trend ist der sogenannte Biolift oder Vampirlift, auch aus USA. Das heißt, man nimmt Blut ab, zentrifugiert es, vermischt dann das Plasma mit Hyaluronsäure und spritzt hunderte Injektionen 3 mm in die Gesichtshaut und dadurch regeneriert sich die Kollagen- und Hyaluronfasern. Also natürliche Verjüngung ohne OP. Der Trend geht eben zu ganz vorsichtigen OP-Methoden, wo man am nächsten Tag wieder fit ist. Und dazu gehört eben dieses Coolsculpting, dadurch gehört dieses Vampirlifting und da ist es ein richtiger Run drauf auf diese unblutigen Methoden. Und ja, auch für die Männer gibt es was Neues. Einzelhaartransplantationen kann man heute auch ambulant machen, wunderbar. Da haben wir ein eigenes Team an der Bodenseeklinik, was das perfekt macht. Wobei wir auch schon viele Prominente gerade mit der Haartransplantation unser Team gemacht hat. Die waren ja alle in Zeitung, berühmter Fußballlehrer auch. Und dementsprechend haben wir natürlich auch viele Prominente an der Bodenseeklinik, die aber dann den anonymen Schutz haben. Das heißt, die werden halt unter dem falschen Namen aufgenommen und werden dann aber, ich sage immer, jeder Prominente wird nicht anders behandelt wie die Hausfrau aus Wanne Eickel. Ich lege großen Wert, dass jeder das Gleiche und sind bekommt. Sind die Promis ein bisschen anders drauf, wenn sie dann bei Ihnen sind oder sind die im Prinzip auch wie jeder andere Patient? Nee, also wer die Prominenten kennt, das sind ganz normale Menschen, wie jeder andere auch. Also die sind nicht so gespinnet wie die amerikanischen Stars, also die deutschen Schauspieler und Sänger sind ja viele meine Freunde auch. Ich glaube 60% der Bevölkerung kennt mich inzwischen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein ganz normaler alemannischer Junge bin, der zufrieden und glücklich ist, und vor allen Dingen mit der Arbeit. Sagen Sie, wie ist denn eigentlich Ihr Schönheitsideal, damit Sie es einfach auch mal den Menschen da draußen sagen, also unabhängig jetzt auch, ob man ein Skalpell ansetzt?
Ja gut, ich meine, das ist immer schwierig, das Schönheitsideal. Für mich ist das Schönheitsideal, wenn der Patient nach der OP glücklich ist. Es kann durchaus mal ein paar Falten haben, das Gesicht. Es muss nicht alles glatt gebügelt sein. Wir machen ja jeden Tag fast ein Lifting, jeden Tag eine Nase zum Frühstück, jeden Tag in der Früh um 7:30 mache ich im Prinzip eine Nase, dann fängt das Leben gut an. Und dann natürlich Brust und das ganze Spektrum jeden Tag. Und ich habe ja auch tolle Mitarbeiter ausgebildet, die das machen. Und wie gesagt, ich bin ja erst 70 und fühle mich wie 50 und hoffe, dass die nächsten 10 Jahre fit bleibt. Toi, toi, toi. Bis jetzt hat es der liebe Gott mit mir gut gemeint. Aber man muss jeden Tag intensiv legen und dankbar sein und nicht jammern wegen Corona. Es werden noch andere Viren kommen. Deswegen wirklich ein Appell auch an der Sendung. Abstand halten, Mundschutz. Es kommen andere Viren noch. Und wir haben in Deutschland aufgrund der guten Politik das so gut geschafft, im Gegensatz zu Italien und Amerika, dass wir nicht jammern können. Die Politik hat es einwandfrei gemacht und ich sage auch einen Appell an alle Mittelständler, Kopf hoch, keine Leute entlassen, weil wir brauchen diese Leute wieder, weil es wird schnell wieder aufwärts gehen. Herzlichen Dank für dieses Mutmachen. Abschließende Frage, wir haben ja auch in der Vergangenheit die eine oder andere Sendung durchgeführt und ich beobachte natürlich schon, wir werden beide ein bisschen älter. Und eine Frage stelle ich Ihnen aber jedes Mal. Haben Sie derweilen was durchführen lassen? Sie sagen, der liebe Gott hat es gut das gemeint mit Ihnen. Das sage ich immer wieder das Gleiche. Ich bin ein ängstlicher Mensch. Das stimmt Mensch. Auch. Ja, aber jetzt ich bin ein ängstlicher Mensch, der keine Zeit hat, der sich wohlfühlt. Ich sage mal, der sich wohlfühlt in dem Körper, der soll auch letztendlich nicht zum Schönheitschirurgen, aber wir helfen ja vielen mit einer riesenlangen Nase oder mit kleinen oder so großen Brüsten. Und da helfen wir einfach die Leute, dass die glücklich werden. Aber meine Mutter ist mit 94 zu Hause beim Frühstücksei eingeschlafen und hat keine Falte gehabt. Ich glaube, das ist auch genetisch. Alles klar. Herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Werner Mang. Schön, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit bei Chefsache. Wir sehen uns spätestens in einer Woche wieder. Bis dahin, Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Bis dann.